Jetzt bei Sonja. Verbotene Liebe. Ja, also er sitzt wegen Totschlag oder Mord, kann man sehen, wie man möchte. Ich wurde, wenn ich das so sagen kann, sexuell missbraucht von meinem eigenen Stiefvater. Der Knast ist da drinnen nicht schlimm. Also ein Mensch ist ein Gewohnheitstier, gewöhnt sich an alles. Ne? Wie lange hast du noch? Ich, also wenn alles gut geht, bis nächstes Jahr. Ich habe selber gesessen und ich weiß, wie das ist. In der Zeit ist ein Vorfall passiert, da bin ich ihm fremdgegangen. Wenn sie den liebt, akzeptieren wir das. Sie sehen sich nur einmal die Woche für wenige Stunden und das auch noch unter Aufsicht. Zärtlichkeiten finden fast nie statt. So führen manche ihre Partnerschaft auf Jahre. Ich liebe einen Kriminellen, das ist das Thema heute bei Sonja. Schön, dass Sie dabei sind. Lernen Sie Sven kennen, meinen ersten Gast. Sven war schon mal im Knast und hat vor ein paar Tagen den Bescheid bekommen, dass er wieder rein muss. Herzlich willkommen. Warst du erst einmal oder schon mehrere Male im Knast? Also ich habe dreimal in der JVA. Was heißt JVA? Justizvollzugsanstalt. Sagt man Knast nicht, ist JVA besser? Knast bleibt Knast, ja. Und wie lange warst du da? Insgesamt, also einmal 7, einmal 4 und einmal 3 Monate. Ist ja schon, das läppert sich ganz schön eine Menge. Du hast jetzt aber vor ein paar Tagen wieder den Bescheid bekommen, du musst wieder in den Knast. Ja. Wie lange? Ein Jahr, 11 Monate, 3 Wochen. Es sind, vorige Woche sind 10 Monate dazugekommen. Und ja, eine Verhandlung habe ich bis jetzt noch offen. Ja. Warum? Warum musst du ins Gefängnis? Ja, ich habe Straftaten begangen. Kfz-Diebstahl, räuberische Erpressung, Fahren ohne Führerschein, Einbrüche. Wann hat das angefangen? Ja, also es begann mit meinem 14. Lebensjahr. Warum musst du denn dieses Mal rein? Das ist ja schon eine ganz schön lange Zeit. Ja. 2,5 Jahre so ungefähr? Ja. Und ich habe damals, wie ich vorhin schon erwähnte, räuberische Erpressung begangen. Und deswegen musst du jetzt wieder in den Knast? Ja, also wie gesagt, ich habe das auf Bewährung bekommen, 2 Jahre. Und während meiner Bewährungszeit habe ich wieder Straftaten begangen. Du hast uns vorhin erzählt, mit 14 hat es schon angefangen, dass du eigentlich kriminelle Taten begangen hast. Und mit 17 bist du dann sogar erwischt worden, weil du ohne Führerschein gefahren bist. Ist das öfter vorgekommen? Ja, also in der Woche 2-3 Mal wurde ich angehalten. Ja. Mit geklauten Autos halt. Ne? Aber du hattest dann ja schon Erfahrungen im Knast gesammelt. Wie ist es denn da, dass man nicht einfach sagt, Mensch, ich muss damit aufhören, dahin möchte ich nicht wieder zurückgehen? Nein, also... Selber der Knast ist da drinnen nicht schlimm. Also ein Mensch ist ein Gewohnheitstier, der gewöhnt sich an alles. Ne? Aber was sagt deine Familie dazu? Ja, meine jetzige Frau, die Anja, die hält ja zu mir. Und aber deine Eltern erstmal. Ich meine, für die muss es doch entsetzlich sein. Ein Sohn im Gefängnis, wollen die überhaupt noch was mit dir zu tun haben? Nein, gar nicht mehr. Hast du denn versucht, mit ihnen trotzdem Kontakt aufrechtzuerhalten? Ja, wo ich jetzt wieder draußen war. Und die waren auch da gewesen, haben mich besucht, beziehungsweise in meiner jetzigen Wohnung. Und wo sie gehört haben, dass ich heute hier bin, darf ich zu Hause nicht mehr rein. Sie haben gesagt, wenn du damit an die Öffentlichkeit gehst, brauchst du dich bei uns nicht mehr blicken lassen. Genau. Aber du hast deine Frau schon angesprochen, du hast eine Frau. Ja. Wie ist denn die Beziehung zu ihr? Gerade dann, wenn du jetzt in den Knast musst? Ja, also sie hat gesagt, dass sie zu mir hält. Wir sind seit circa ein Jahr jetzt verheiratet. Also fast ein Jahr verheiratet. Und ihr habt ja sogar zusammen ein Kind. Ja, das ist 10 Monate, das ist die Pamela. Ja. Wie kommt sie denn damit zurecht? Ich meine, für eine Frau muss es doch entsetzlich sein, alleine gelassen zu werden mit dem Kind. Und der Mann,
sitzt im Knast. Wie geht sie damit um? Ja, wie geht sie damit um? Sie versucht damit fertig zu werden, ne? Also, sie weiß, dass sie mich hat und unser Kind halt, ne? Aber jetzt mal umgekehrt gefragt, weißt du denn, dass sie dir auf jeden Fall treu bleiben wird in den 2,5 Jahren? Da kann doch schon einiges passieren. Ja, sie ist erst 18 und sag ich mal, sie hat sich noch nicht richtig ausgetobt, ne? Also ich denke mal schon, ich werde ihr auf alle Fälle Freiheiten geben, das ist klar. Aber ich denke mal schon, sie hält zu mir. Wie gehst du damit um, dass eben das Kind ohne Vater aufwächst? Ja, wie gehe ich damit um? Ich hätte es mir vorher überlegen sollen, ne? Das ist auch noch ein guter Punkt. Ich hätte es mir vorher überlegen sollen. Hast du denn vor, wenn du aus dem Knast wieder rauskommst, weiterzumachen? Oder hast du gesagt, das hat endgültig ein Ende? Ja, es hat schon ein Ende gehabt. Da war Anja im 7. Monat schwanger. Und wie gesagt, ich habe das zu spät eingesehen. Ne? Also. Möchtest du endgültig damit aufhören? Ja. Der Entschluss zu fassen ist die eine Sache, es dann wirklich zu vollziehen ist die andere Sache. Wir alle drücken dir auf jeden Fall die Daumen. Deine Frau Anja ist auch hier. Herzlich willkommen. Anja, wir haben schon von Sven gehört, dass du absolut hinter ihm stehst. Das finde ich wirklich hervorragend. Aber wie stellst du dir denn dein Leben vor, während er im Gefängnis ist? Sag ich mal so, ich muss versuchen, damit klarzukommen. Ja, und wie? Briefkontakt zum Beispiel zu ihm halten, ihn regelmäßig, sag ich mal, besuchen. So kann man auch versuchen, die Beziehung aufrechtzuerhalten. Aber wie bist du denn von Anfang an damit umgegangen? Er war ja eigentlich schon immer kriminell. Ja. Warum liebst du gerade diesen Menschen? Ja, sag ich mal, ich weiß es nicht. Er hat das, was andere Männer zum Beispiel nicht haben oder gehabt haben in meinem Leben. Ich habe ja schon mehrere Erfahrungen gemacht mit Männern. Und ja, ich habe mich sofort in ihn verliebt. Ich habe gesagt, das ist es und den will ich haben. Aber immer, wenn du gesehen hast, er war ja schon ein paar Mal im Gefängnis, ja. Und dann warst du alleine. Ich sag jetzt mal, er hat dich alleine gelassen. Ja. Hast du ihn nicht dann irgendwann mal vor die Wahl gestellt und hast gesagt, entweder es hat ein Ende oder ich gehe? Doch, habe ich. Ja, und wie sah das aus? Ja, ich bin dann auch von zu Hause weg, also konnte ich, sage ich mal, nicht immer zu ihm sagen, entweder ich oder, sage ich mal, die Klauerei mit den Autos und Einbrüchen zum Beispiel. Das konnte ich denn damals nicht mehr stellen, weil ich auch von zu Hause weg wollte. Du wolltest damals von zu Hause weg? Ja. Warum? Weil ich hatte eine schlimme Kindheit gehabt da. Also ich habe keine Liebe bekommen von meinen Eltern, gar nichts. Ich wurde, wenn ich das so sagen kann, sexuell missbraucht von meinem eigenen Stiefvater. Und da ist es natürlich sehr verständlich, dass du da schnell raus wolltest. Und da hat dir Sven wiederum auch die Kraft gegeben, ja, und zu dir gehalten. Mhm. Und das ist mindestens genauso wichtig, dass du auch jetzt zu ihm hältst. Ja. Wie war denn das damals? Ihr habt euch schon sehr früh kennengelernt. Mhm. Und da ist er bei dir eingezogen und bei deinen Eltern. Wie fanden das denn deine Eltern damals? Also meine Eltern wollten das gar nicht. Nur da habe ich zu meinen Eltern gesagt, ja, ihr könnt euch das überlegen. Meine Mutter hat auch zu dem Zeitpunkt, sage ich mal, zu mir gehalten. Sie hat mir zwar nicht geglaubt in dem Punkt, wo ich ihr das gesagt habe mit meinem Stiefvater, aber zu dem Zeitpunkt hat sie gesagt, Sven kann zu uns einziehen, da er ja nicht wusste, wo er hin sollte, wenn er aus dem Knast kam. Deine Mutter hat dir nicht geglaubt? Nein, sie glaubt mir auch heute nicht. Und dann wohnte er jetzt bei dir. Ja. Ging denn die Vergewaltigung weiter? Ja, 2 oder 3 Mal. Wusste er davon? Ich habe es ihm dann langsam mit 15 erzählt. Ich konnte auch nicht ganz mit der Sprache rausrücken und ihm jede Einzelheit erzählen, weil es ist mir schwer gefallen, darüber zu reden. Ich habe es auch weiter vorher niemandem anvertrauen können, weil ich nicht wusste, wo ich hingehen sollte. Und Anzeige zum Beispiel erstatten konnte ich damals auch nicht, weil er mir mit Schläge gedroht hat. Also es ging zum Beispiel schon mal nicht. Sven, wie hast du denn damals reagiert, als sie dir das erzählt hat? Ja, also
sie hat es mir dann anvertraut und ich habe gesagt, entspricht das wirklich der Wahrheit? Und man kennt ja eine Person, also ich habe ja Anja dann schon gekannt und sowas kann man sich nicht erfinden. Also habe ich zu ihr gesagt, gut, pack deine Sachen und dann siehst du das Elternhaus ja nie wieder. Ne? Haben wir dann unsere Sachen zusammengepackt und sind gegangen. Ne? Habt ihr dann noch im Nachhinein trotzdem noch Konsequenzen gezogen? Also das heißt Strafanzeige erstattet? Also ich habe voriges Jahr habe ich eine Anzeige erstattet gegen meinen Stiefvater. Die Verhandlung soll jetzt auch im Mitte dieses Jahres stattfinden. Und ich weiß nicht, was draus wird. Mal gucken. Wir drücken fest die Daumen. Danke. Vielen herzlichen Dank für die Geschichten. Jetzt kommt auch noch jemand. Sie hat auch eine ziemlich schreckliche Kindheit hinter sich. Sie heißt Bianca und sie hat einen Kriminellen geliebt. Und warum sie ihn jetzt nicht mehr liebt, das erzählt sie uns selbst. Herzlich willkommen. Bianca, wie alt bist du? 17. 17 Jahre. Du bist aber schon verheiratet und hast ein Kind. Ja. Und du hast eine Erfahrung mit deinem Kriminellen gemacht. Welche Erfahrungen? Ja, also mit meinem Vater. Er hat mich vergewaltigt, als ich gerade mal 13 wurde. Und ja, dann daraufhin ist er dann eben ins Gefängnis gegangen. Ja. Du hast mit 13 bist du auch direkt zur Polizei dann gegangen? Ja, ich bin gleich also den nächsten Morgen zur Polizei gegangen. Und habe denen das erzählt, was gelaufen ist und daraufhin gleich eine Anzeige gemacht und dann sofort von zu Hause ausgezogen. Es ist schon, ja, für jemanden, der ganz unbeteiligt hier vorne sitzt, sie hat es auch erzählt, sie hat das gleiche Schicksal, genauso wie du. Mhm. Und sie hat sich nicht getraut, irgendwie zur Polizei zu gehen. Wie war denn danach das Verhältnis? Ich meine, mit 13 ausziehen, wie war das Verhältnis zu deinen Eltern? Deine Mutter muss doch auch irgendwas gesagt haben. Ja, also es war so, ich bin zur Polizei gegangen gleich den nächsten Morgen und habe eben Anzeige gemacht. Meine Mutter lag zu der Zeit im Krankenhaus, weil sie hochschwanger war. Und als sie erfahren hat, dass ich beim Richter schon sitze und meine Aussage machen, hat sie sich sofort entlassen lassen aus dem Krankenhaus. Und ist zu diesem Richter gekommen, wo ich eben meine Aussage gemacht habe. Und sie wusste aber noch gar nicht, warum ich da sitze. Das hatten wir ihr dann erzählt. Und daraufhin meinte sie nur, das glaube ich nicht. Du lügst. Das stimmt nicht. Und meine Mutter war aber noch den ganzen Abend bei mir, weil es mussten noch Untersuchungen vom Arzt gemacht werden und, und. Und war auch dabei, wo ich dann, bin ich mit meinen Geschwistern von zu Hause erstmal weggekommen. Nochmal zurück zu deinem Vater. Ja. In dieser Zeit war deine Mutter aber noch nicht mit deinem Vater verheiratet. Nein, die haben jetzt erst im Januar geheiratet, im 7. Januar. Obwohl er dich vergewaltigt hat? Ja. Wie war denn das damals? War er auch schon davor gewalttätig zu dir und deinen Geschwistern? Also ich weiß, ich habe eine Akte von meinem Vater und da drin steht, dass mein Vater seit seinem 16. Lebensjahr eigentlich immer wieder im Knast gesessen hat. Wegen allen möglichen Dingen. Also es war immer mal eine kurze Zeit, wo er wieder aus dem Gefängnis draußen war. Und dann war er aber ganz schnell wieder drinne. Und vor mir war er im Gefängnis, weil er meine Tante vergewaltigt hatte. Und wie ist er mit deiner Mutter umgegangen? Also ich weiß noch, wo ich klein war. Also ganz klein, da wurden wir immer ins Zimmer gesperrt und durften eben nicht raus und durften weder auf Toilette noch sonst irgendwas. Und also meine Mutter hat er auch geschlagen. Die Sendung heißt ja, ich liebe einen Kriminellen. Und da in dieser Beziehung ist es ja dein Vater gewesen. Ja. Was verändert sich denn da in einem 13-jährigen Mädchen? Also es war so, ich habe meinen Vater lange nicht gesehen. Ich habe meinen Vater erst wieder gesehen, da war ich 12. Und ich wollte meinen Vater wiedersehen, weil irgendwo habe ich das nicht geglaubt, dass der so schlimm ist. Und als ich ihn dann das erste Mal wieder gesehen habe, habe ich auch gesehen, der hat sich geändert. Der war total lieb und freundlich zu mir. Also zu meinen ganzen Geschwistern und war ein total anderer Mensch, hat keinen Alkohol getrunken, nix. Und kurze Zeit, also was heißt kurze Zeit, ein halbes Jahr ungefähr später, ist er dann eben zu uns eingezogen. Und ja, und dann ging's los. Also er ging dann von uns aus zur Arbeit und dann kam er gleich betrunken nach Hause. Und meine Schwester hat Schulaufgaben gemacht und da war nur ein Fehler drin. Und da hat sie so Schläge bekommen mit vom Lattenrost, diese Latten. Damit hat er sie so lange auf dem Hintern gehauen, bis sie sich in Hosen gemacht hat. Und dann durfte sie das ganze Mathematikheft abschreiben. Und meine Mutter hat nur daneben gestanden, hat nichts gemacht. Warum glaubst du, hat deine Mutter gerade diesen Menschen geheiratet?
Vielleicht aus dem Grund, weil sie denkt, dass sie mit 5 Kindern keinen anderen Mann kriegt. Und weil ich mal schwer annehme, dass er sie ganz schön unter Druck setzt. Also ich kann es nicht beweisen, aber ich denke mal, dass mein Vater meine Mutter immer noch also ziemlich schlecht behandelt. Wie ist jetzt die Beziehung zu deiner Mutter? Also ich habe mit meiner Mutter eigentlich nur Kontakt wegen meinen Geschwistern. Ich rufe da nur an, weil ich noch 3 kleinere Geschwister zu Hause habe. Das sind alles Mädchens. Mein Bruder ist auch im Heim. Und ich habe eigentlich ziemlich Angst, weil mein Vater wird jetzt im Sommer wahrscheinlich auf Bewährung entlassen. Und na ja, da habe ich natürlich Angst, dass er eine von denen auch anfasst. Ne? Du würdest am liebsten, dass das Jugendamt deiner Mutter die Kinder wegnimmt? Ja, also weil das Jugendamt wegen jeder Kleinigkeit macht einen Aufstand und droht jedem, die Kinder wegzunehmen. Aber wenn es wirklich so ist, dann werden einem die Kinder nicht weggenommen. Und ich denke schon, dass man meiner Mutter die Kinder wegnehmen sollte, weil das unverantwortlich ist. Bei einem so vielen Wiederholungstäter 3 junge Mädchen zu lassen, die sich nicht wehren können. Wir haben bei deiner Mutter angerufen, sie wollte nicht kommen, aber sie hat uns einen Brief geschrieben, der an dich gemünzt ist. Und den lese ich jetzt mal vor. Mhm. Hallo Bianca, es tut mir wirklich leid, dass ich jetzt nicht bei dir sein kann, aber ich bin kein Typ, der in der Öffentlichkeit über meine Probleme reden kann. Ich möchte dir aber jetzt trotzdem sagen, dass ich dich immer noch von Herzen liebe und dass ich mich sehr freuen würde, wenn wir 2 wieder ein gutes Verhältnis haben könnten. Du fehlst mir wirklich. Wir könnten es euch auch so einrichten, dass wir 2 einmal einen ganzen Tag zusammen verbringen und über alles reden können, ohne eine andere Person. Es grüßt dich herzlich und in Liebe, deine Mutter. Was sagst du dazu? Ich glaube ihr das gar nicht. Also ich denke mal, dass sie mich von ganzem Herzen liebt, dass das voll gelogen ist. Weil wenn sie mich doch so geliebt hätte, wie sie es in diesem Brief sagt, dann hätte sie diesen Mann nicht geheiratet. Weil dann würde sie meine Geschwister nicht in diese Gefahr aussetzen, dass da noch was passiert. Deine Schwester ist auch hier. Sie heißt Daniela. Herzlich willkommen. Hallo. Wir alle haben jetzt einen, naja, ich sag jetzt mal, für mich herzzerreißenden Brief gehört. Ihr kennt eure Mutter besser. Was sagst du zu dem Brief? Naja, ich denke mal, dass das halt jetzt so geschrieben wurde wegen dem Fernsehen. Also, genau, denke ich auch. Sie hatte genug Gelegenheit, sich mit meiner Schwester so zu unterhalten, nur zu zweit, ohne dass da irgendjemand anderes bei war. Warum hat sie das denn nicht früher gemacht? Wie ist das denn? Welche Beziehung hast du zu deiner Schwester? Hast du ihr von Anfang an geglaubt, als diese Sache vorgefallen ist? Denn viele sagen ja, man kann sich sowas auch einfach nur einbilden. Naja, es war schwierig. Ich stand ja zwischen 2 Stühlen, weil Bianca hat mir einen Brief geschrieben, wo das drin stand, ob ich das schon wüsste. Und dann bin ich zu meiner Mutter gegangen, weil der Mann war auch nett. So habe ich ihn auch kennengelernt. Wir haben viel zusammen unternommen. Naja, und dann hat Bianca mir den Brief geschrieben und da bin ich zu meiner Mutter ins Krankenhaus gegangen und habe sie gefragt, ob das überhaupt stimmt. Ne? Und da meinte sie so, ach, das stimmt nicht. Naja, und dann war ich hin und her gerissen, wem soll man denn nun glauben? Naja, und bei der Gerichtsverhandlung und so, da wurde mir das irgendwie, ich meine, sowas kann sich ein Mensch doch nicht einbilden, was da auf den Tisch gekommen ist. Du hältst zu deiner Schwester, ja, und glaubst ihr? Wir wünschen dir jedenfalls alles Gute für die Zukunft mit deiner kleinen Tochter. Und vielen Dank. Mein nächster Gast, sie heißt Jacqueline und sie hat gerade einen Mann geheiratet, der im Gefängnis sitzt. Herzlich willkommen. Jacqueline, als du deinen Mann oder als du mit ihm zusammen warst, hast du da schon gewusst, dass er kriminell war? Nein, habe ich nicht. Ich habe ihn ganz normal in der Diskothek kennengelernt, habe mich mit ihm unterhalten. Und jetzt im Nachhinein sind vielleicht ein paar Anzeichen, die darauf hindeuten, dass ich es eigentlich schon hätte merken müssen, dass er kriminell oder sagen wir mal, kriminelle Sachen macht. Ja, aber wie war denn das? Wo habt ihr zusammen gewohnt? Nee, jetzt. Damals noch nicht. Nee. Damals noch nicht. Nee. Aber wie war denn das, als plötzlich die Polizei vor der Haustür steht und einfach den Menschen abführen möchte? Nee, die stand nicht vor der Haustür.
Das stand in allen Zeitungen. Und er ist damals untergetaucht. Und wir haben uns, sagen wir, nach einem Monat ungefähr, hat er sich telefonisch über 500 Ecken gemeldet. Und da war eben das Erste, wo ich eben erfahren habe, worum es ging, wieso er gesucht wurde und dergleichen, auch durch die Zeitung. Aber da wurde auch viel geschrieben, was überhaupt nicht wahr ist. Und ja, irgendwann haben sie ihn dann mal gekriegt. Und dann wurde auch eine Hausdurchsuchung gemacht und eben befragt wurde ich. Ja, aber wie geht man denn damit um? Hast du nicht ein paar Mal vielleicht sogar daran gezweifelt, dass das der richtige Mann für dich ist? Ja, es gibt viele Leute, die mir gesagt haben, ja, es gibt so viele Männer auf der Welt, die du haben kannst, warum ausgerechnet ihn? Aber ich habe ihn nun mal lieb und das ist nun mal der Mann, deswegen habe ich ihn auch geheiratet. Und zu dieser Heirat kommen wir gleich. Jetzt schauen wir uns erst mal an. Ein Bild haben wir von euch beiden bei der Hochzeit. Das ist dein jetziger Mann. Mhm. Wie ist denn im Moment dein Kontakt zu deinem Mann? Also im Moment sitzt er noch in U-Haft. Und das schon seit 1 Jahr und 3 Monaten. Er wurde verurteilt zu 7 Jahren und 3 Monaten. Es ist in Berufung gegangen, wurde abgelehnt. Und was jetzt kommt, wissen wir beide im Moment noch nicht, weil ich seinen Anwalt halt noch nicht erreichen konnte. Und ich kann ihn alle 14 Tage für 1 Stunde besuchen. Und diese Stunde, die vergeht eben wie 5 Minuten. Also das ist gar nichts. Du hast deinen damaligen Freund, der schon im Gefängnis saß, hast ihn im Gefängnis geheiratet. Ja. Warum? Weil ich ihn liebe. Ich finde, der triftigste Grund, den man finden kann, aber man hätte doch zum Beispiel auch warten können, bis er aus dem Gefängnis raus ist. Warum wolltest du, was wolltest du damit demonstrieren? Ich wollte ihm eigentlich ein Zeichen geben, dass ich auf ihn warte. Ist egal, wie lange das dauert. Das ist... Ist alles okay? Wie ist das denn, wie stellst du dir denn die Zukunft vor, wenn er wieder draußen ist? Na, dass wir eben eine Familie haben, dass wir irgendwann auch mal ein Baby haben, dass wir da zusammen aufziehen. Groß, dass er bei uns wächst, in der Familie, dass er bei mir zu Hause wohnen kann. Hast du denn nicht Angst davor, dass er eventuell wieder kriminell werden könnte? Nein. Warum? Weil er eigentlich mit der ganzen Sache gar nicht so was zu tun hat. Also er wurde praktisch damit trainiert, so, sag mal so. Durch irgendwelche Aussagen, die gemacht wurden von anführungsstrichen Kumpels, die er damals hatte. Und wir drücken dir jedenfalls alle ganz fest die Daumen und toll, dass du so zu ihm hältst. Mein nächster Gast, vielleicht kann sie dir ein paar Tipps geben, denn sie ist glücklich mit jemandem zusammen, der im Knast sitzt. Vielleicht kann sie dir ein paar Tipps geben, wie du aus der Situation etwas Besseres machen kannst. Herzlich willkommen, Diana. Diana, du bist auch mit einem Kriminellen befreundet. Kanntet ihr euch schon vorher? Wir kannten uns von der Schulzeit her. Und haben uns dann dadurch, dass ich zu meiner Freundin gezogen bin, durch der ihr Nachbarn, wieder getroffen. Wie ging es denn dann weiter? Dann habt ihr euch wieder getroffen. Und wann wurde er denn letztendlich kriminell? Oder wie ist das? Er saß schon in Haft, wo ich ihn wieder getroffen habe. Ich habe ihn dort besucht. Moment, also du konntest ja nicht wissen, dass er, weil ihr habt euch ja aus den Augen verloren. Nein, das hat mir der Nachbar gesagt. Ich fragte ihn, ob er denjenigen kennt. Und da sagte er, ja, ruf ihn doch mal an. Gab mir eine Telefonnummer, ich rief dort an. Und er sagte mir, dass das ein Knast ist. Und ich rief dort an und dann haben wir uns erst nur geschrieben und telefoniert. Und dann bin ich irgendwann dorthin gefahren, habe ihn wieder getroffen nach Jahren. Und wie war das da? Wie war das? Eine ungewohnte Situation, aber das Herz hat gleich geflattert. Und ja, wie kann man sich denn in einen Menschen verlieben, der hinter Gittern sitzt, mit dem man nicht gemeinsame
Stunden an verschiedenen Orten verbringen kann. Ja, dadurch, dass wir uns viel geschrieben haben und viel miteinander telefoniert haben am Anfang, was dort noch ging, wo er zuerst in Haft saß, kommt man sich auch durch Briefe und Telefonate sehr viel näher. Und es ist eine ungewohnte Situation, wenn man dort reingeht und sieht ihn das erste Mal nach Jahren wieder. Und ja, das hatte sich dadurch, dass ich dort viel zu Besuch gehen konnte, in der Haftanstalt, hat sich das dann dort so ergeben und wir haben uns viel unterhalten. Ja, und heute schreiben wir uns jeden Tag einen Brief. Einmal die Woche können wir telefonieren, einmal die Woche sehen wir uns. Ja, aber ist es dort nicht auch so, dass die Briefe eigentlich immer durchgelesen werden? In der ersten Therapie, wo er war, nicht. Das war eine Sozialtherapie und jetzt ja. Was könntest du denn der Jacqueline für Tipps geben? Sie leidet sehr darunter, dass ihr Mann in Haft sitzt. Was man für Tipps geben kann, man muss so ein Kreuz aufbauen und viel wirklich schlucken, was zu schlucken ist. Und ja, Tipps, wenn du wirklich liebst, halte das durch. Und Garantie gibt es nicht, die gibt es auch hier draußen nicht für eine Beziehung. Die gibt es auch nicht für eine Beziehung, die ich da drinne führe. Und wobei man dann nicht sagen kann, das ist jetzt, ja, ich weiß nicht, ob man Beziehung sagen soll. Weil das ist natürlich ein weitläufiger Begriff. Und eine Beziehung fängt dann erst an, wenn er irgendwann mal Lockerungen hat und Ausgänge hat. Und dann wird man das sehen, aber du hast keine Garantie. Wie ist es denn mit deiner Familie? Wie finden sie denn deinen Freund oder dass du eine Beziehung mit einem Kriminellen hast? Ich habe zu meinen Eltern keinerlei Kontakt bis jetzt. Und habe damals durch Bekannte erfahren, dass, gut, auch so von meiner Einschätzung her, meine Eltern würden das mit Sicherheit nicht akzeptieren, dass derjenige in Haft sitzt. Und ja, für mich war es damals besser zu sagen, ich habe mich damals für meinen Freund entschieden, bin weg und habe meiner Familie den Rücken gekehrt, auch aus Angst, dass sie das nicht akzeptieren. Sie haben aber nicht exakt gesagt, wir akzeptieren es. Gar keinen Kontakt zu meinen Eltern. Man hat das nur von anderen dann gehört. Dass sie es nicht akzeptieren würden? Dass sie es nicht akzeptieren würden. Und auch so wie ich meine Eltern kenne, würden sie es nie akzeptieren, nein. Wenn du sie wiedersehen würdest, würdest du dir ein Versöhnen erwünschen? Wenn sie es akzeptieren, dass ich mit meinem Freund zusammenbleibe und sobald jetzt meine Scheidung durch ist, weil ich noch verheiratet bin zurzeit, ihn dann heiraten werde, ja. Das ist natürlich schön, dass du, ich meine, du hast ihn ja auch den Rücken gekehrt, aber hast du dir nicht manchmal gewünscht, dass sie sich auch vielleicht bei dir melden? Ich weiß nicht, wie lange sie nicht wussten, wo ich bin. Ich denke mir, man hätte Bemühungen machen können, wo ich bin, dass sie nachgeforscht hätten, wo ich bin oder nicht. Manchmal habe ich es mir gewünscht und dann waren wieder Situationen, da waren seine Eltern da. Und ich habe relativ guten Kontakt zu seinen Eltern. Und ich meine, das ersetzt nicht die eigenen Eltern, aber es hilft viel, drüber wegzukommen, dass die Eltern nicht da sind. Die wissen ja sogar nicht, dass du ein Kind hast. Du hast ein Kind, also deinem jetzigen Freund. Ja, ein 5 Wochen altes Mädchen. Sie wissen überhaupt nicht darüber Bescheid. Du weißt es, dass deine Eltern heute hier sind. Wie lange habt ihr euch nicht mehr gesehen? 1,5 Jahre. 1,5 Jahre habt ihr euch nicht gesehen. Deine Eltern wissen nicht, warum sie hier sind. Wir drücken dir ganz fest die Daumen. Sie sind hier. Edeltraut und Jürgen. Herzlich willkommen. Wie lange habt ihr euch nicht mehr gesehen? 1,5 Jahre. Hast du deine Tochter vermisst? Sehr. Sie ist hier und ihr ist, glaube ich, gerade ein Riesenstein vom Herzen gefallen. Sie ist nämlich hier, um sich mit euch zu versöhnen. Möchtest du es ihnen selber sagen? Nimm du mir das ab. Sie hat auch ein kleines Kind. Es ist auch hier, eure Enkeltochter. Wir bringen es jetzt nicht rein, ihr habt noch genug Zeit, hinterher es kennenzulernen. Ihr wisst es, sie ist mit jemandem zusammen, der im Gefängnis sitzt. Wisst ihr nicht? Nein. Heinz hat gesagt, ihr wisst das. Ja. Bitte? Nee, wir wissen es nicht. Nein, wir wussten es nicht. Wie bist du darauf gekommen, dass sie es gewusst hätten? Durch Bekannte, dadurch, dass ich noch lange unten in Dörnigheim war, durch Bekannte, die mir das gesagt haben. Ich habe Kontakt zu denen, ja, meine Eltern wohl auch Kontakt
hatten oder haben, ich weiß es momentan nicht. Wie geht ihr mit so einer Situation um, dass sie jemanden, einen Freund hat, den sie sehr liebt, der im Gefängnis sitzt? Wenn sie den liebt, akzeptieren wir das. Wir haben also... Es ist sehr interessant, weil wir haben natürlich mit ihr ein sehr langes Vorgespräch gehabt und sie hat uns erzählt, dass ihr absolut etwas gegen diesen Menschen hättet und gegen die Beziehung. Und ich glaube, du bist jetzt selbst ein wenig überrascht. Ja, sehr. Freust du dich? Ja, verdammt. Wir haben uns jedenfalls überlegt, damit ihr euch mal richtig aussprechen könnt. Ihr werdet natürlich jetzt heute Abend eingeladen zum Essen. Ihr könnt das Enkelkind kennenlernen und ich glaube, ihr solltet mal ordentlich euch unterhalten. Jetzt lernen wir Jamila kennen. Jamila weiß, wie es ist im Knast, denn sie war selbst einmal drin. Herzlich willkommen. Du hast Erfahrungen mit Gefängnissen gemacht. Inwiefern? Ja, ich habe selber gesessen, 3 Jahre. Und mein zukünftiger Mann sitzt auch. Was macht man in 3 Jahren? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Wie geht's dazu? Ja, ist hart. Ist hart, weil bei mir war noch eine Abschiebungsgeschichte. Die wollten mich noch abschieben. Und ja, ich war also quasi 3 Jahre, hing ich in der Luft und wusste nicht, komme ich raus, werde ich abgeschoben. Weswegen hast du im Knast gesessen? Ich war drogensüchtig und tja, ich habe das erworben. Ich habe das konsumiert und dann bin ich für verurteilt worden. Zu 3 Jahren. Warum glaubst du, hast du denn, es ist ja nicht dein jetziger Freund nur, der im Gefängnis sitzt. Du hattest vorher schon wie viele Freunde, die auch jeweils im Gefängnis saßen? Ja, ich weiß auch nicht. Also das fing so mit meiner ersten Freundschaft an und irgendwie, die sind alle im Knast gelandet. Irgendwie so nach einer Zeit. So. Was glaubst du, woran das liegt? Oder reizt sich ganz speziell an kriminellen Menschen etwas? Ist da ein besonderer Kick dabei? Nee, eigentlich überhaupt nicht so. Weil, okay, ich muss jetzt auch sagen, dadurch, dass ich auch drogenabhängig war früher, habe ich mich ja auch in diesen Kreisen bewegt. Und von daher, so Leute, die stehen immer mit einem Bein im Knast. Ne? Wie ist das denn? Wie kann man denn überhaupt so einen Menschen kennenlernen? Deinen jetzigen Freund, wie hast du ihn kennengelernt? Ja, ich habe, also dadurch, dass ich selber besessen habe, wollte ich halt eben einen Briefkontakt haben und das hat sich dann halt eben so ergeben, aber erst so in den Jahren, ne? Durch Briefkontakt? Durch Briefkontakt, ja. Warum macht man so etwas? Ich habe mal was davon gehört, dass die Leute, die im Gefängnis sitzen, das nur machen, damit sie ein Gefühl haben, dass draußen jemand wartet. Ist das so? Das mag schon stimmen teilweise. Also bei mir war das eigentlich so, ich hatte einen Freund gehabt, der draußen auf mich gewartet hat und ich kriegte dann halt eben jede Woche einen Brief und das war halt immer das Übliche so und ja, dann wollte ich halt eben vernünftigen Briefkontakt haben, wo ich mich auch austauschen kann, gefühlsmäßig. Also ich habe jetzt nicht irgendwie was gesucht, also halt eben, wo ich mich drin verlieben könnte, sondern ich wollte eigentlich echt was haben so für meine Psyche, ich wollte Gedankenaustausch haben und halt eben, ja, man ist ja irgendwo eingeschlossen und im Knast ist irgendwo eine ganz eigene Welt. Und da ist es auch gang und gäbe, weil der halbe Knast, der war immer am Fliegen. Und am Fliegen? Ja, immer verliebt. Sie waren immer alle verliebt. Ach, verlieben? Ach so. Hier ist sowas. Sven, du hast vorhin, du hast genickt, dass, als ich gesagt habe, man macht das, damit man weiß, draußen wartet jemand. Siehst du das auch so? Das ist schon beruhigend, sage ich jetzt mal, wenn man gar keinen draußen hat und wenn man dann plötzlich einen Brief erhält von jemandem, den man gar nicht oder wo man gar nicht mit rechnet oder so. Ne? Also finde ich das schon toll, dass man überhaupt erstmal einen Brief erhält. Glaubst du, Jacqueline, zum Beispiel, du hättest dich in einen Mann verlieben können, der schon im Gefängnis sitzt? Glaube nicht. Warum weiß nicht? Da kann man schwer sagen, nein, weil ich ihn vorher kenne, wie er war, was er gemacht hat. Hab mit ihm alles Mögliche, war im Kino, war ein Essen, alles.
kenne ihn so als Mensch, sag ich mal so. Glaubst du, das sind richtige Beziehungen, die da gepflegt werden? Jetzt ist es schwer. Natürlich, wenn ich ihn besuche und dort die Stunde verbringe mit ihm, gibt es immer ein Thema, wo wir beide aneinander rasseln. Also, weil ich eben die Einzige bin, die dorthin fährt. Und der ist, bin die Einzige, die er ihm schreibt, wo er sich aussprechen kann, sag mal so. Und da ist ihm manchmal ganz schön hart, weil er sieht es mit anderen Augen da drinnen. Er hat seine vier Wände und er sieht nur das, was da drin passiert. Und irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, er hat den Kontakt zur Außenwelt. Das sieht er irgendwie nicht mehr so. Wie sieht es denn mit der Treue aus? Sven hat Anja zugestanden, er hat gesagt, Anja ist erst 18 Jahre alt und wenn ich 2,5 Jahre im Gefängnis sitze, ich gestehe ihr Freiheiten zu. Wie ist es bei dir? Kannst du so lange einem Mann treu bleiben, den du eigentlich fast nie siehst? Ja, da ist in der Zeit ist ein Vorfall passiert, da bin ich ihm fremd gegangen. Und er hat doch immer gefragt, wenn irgendwas ist, dann sag mir bitte. Tja, und irgendwie hat man immer probiert. Aber es tut dir leid. Hat er es nicht ein bisschen verstehen können? Ja, er fragt ihm viel, wieso, weshalb. Wie ist es denn bei dir, Diana? Wenn wir uns nicht gegenseitig vertrauen können, wobei ich auch zwischendurch einen anderen Freund hatte und ich denke, dann wäre das Kind nicht entstanden. Es ist natürlich schwer mit der Vertrauenssache von ihm zu mir raus. Das ist verdammt schwer, weil dann kommen manchmal so Anspielungen, wenn man Disco geht oder wenn man irgendwo hingeht und ja, warst du auch allein oder mit wem warst du weg oder so. Es ist natürlich, ich denke, es ist für ihn verdammt schwer, Vertrauen zu finden. Und ob das Kind eine Festigung ist, das weiß ich nicht. Und das gibt ihm auch nicht mehr Vertrauen. Also er denkt sich auch wahrscheinlich öfter, er sitzt dann auch zu Hause, ja. sitzt dann auch in seiner Zelle und wird grübeln. Jamila, wie ist es denn bei dir? Du hast jetzt einen Freund auch, der im Gefängnis ist. Kannst du ihm treu sein? Ja, hundertprozentig. Weil ich habe selber gesessen und ich weiß, wie das ist, wenn man eingesperrt ist und das ist irgendwie das Letzte, weil die meisten machen sich so kaputt mit ihren Partnern. Das ist eigentlich das Schlimmste überhaupt, im Knast einen Partner zu haben. Warum? Ja, weil halt eben das Vertrauen eine große Rolle spielt. Und ja, wenn man da sitzt, dann denkt man auch, ja, was macht er jetzt? Geht er weg? Oder gerade an so Tagen wie Karneval oder Weihnachten, wenn man so Bekannte und Familie besucht, so, dann ja, es ist auch eine Vertrauenssache. Ne? Jürgen, du hast auch gerade mit dem Kopf genickt. Kannst du verstehen, was sie erzählt? Ja. Warum? Schon mal aus dem Grund, das Ganze ist eine Vertrauenssache. Man sieht es ja auch bei mir im Beruf zum Beispiel, ist es genauso. Ich bin manchmal auch Tage weg oder auf Lehrgang. Und das ist auch wenn man nicht im Gefängnis sitzt, ist das eine reine Vertrauenssache. Auch nach über 30 Jahren Ehe. Ist man vor manchen Sachen nicht gefeit, aber das Vertrauen muss da sein. Wilfried, sage ich schon, so heißt dein Freund Jamila. Warum sitzt denn Wilfried im Gefängnis? Ja, also er sitzt wegen Totschlag oder Mord, kann man sehen, wie man möchte. Hast du nicht Angst, dass er dir gegenüber mal gewalttätig werden könnte? Nein. Du sagst das so lapidar? Ja, okay, es ist nicht lapidar, weil es ist ein Mensch ums Leben gekommen und Aber ich meine, okay, ich kenne jetzt auch die Zusammenhänge, wie das überhaupt passiert ist. Ja, und für mich ist das kein Mörder, weil er selber hat die Frau nicht angepackt. Also für mich ist das kein Mörder. Tut mir leid, also er war mit dabei. Hast du denn Angst, dass dir oder ihm so etwas nochmal passieren könnte? Was würdest du denn machen, wenn du nochmal in den Knast kämst? Also ich meine, erstmal beuge ich erstmal vor, dass ich überhaupt nicht mehr im Knast komme, weil also ich bin absolut clean seit 2 Jahren, ich packe überhaupt nichts mehr an. Ja, und für mich war das halt eben wichtig, dass ich auch einen Mann habe, der auch keine Drogen nimmt. Ja, und also ich glaube, wenn ich nochmal ins Gefängnis kommen würde, also ich glaube, dann würde ich mich umbringen, weil dann wüsste ich auch, dann wollten sie mich abschieben und nee, dann, also...
Ich würde mich umbringen, glaube ich. Wir haben uns jedenfalls sehr viel Mühe gegeben, deinen zukünftigen aus der Vollzugsanstalt zu beurlauben. Er ist auch heute hier. Herzlich willkommen, Wilfried. Wilfried, hast du mitbekommen, was Jamila so alles über dich gesagt hat? Du hast eine ganz schön starke Frau an deiner Seite, die an dich glaubt. Doch, finde ich gut. Brauche ich auch. Das brauchst du, sagst du. Ja. Wie ist das denn, wenn man nicht so jemanden hat im Gefängnis? Boah, das ist schwer zu sagen. Erstens, sag ich mal, wenn man ein Kind für sich so hat, dann ist man auf sich alleine angestellt. Dann hat man seine Tagesträume, seine Ziele. Und die versucht man irgendwie zu verwirklichen, ob mit Freundin oder mit der Familie draußen. Man versucht es halt. Glaubst du denn, sie kann dich besser verstehen als vielleicht andere Frauen, weil sie schon mal gesessen hat? Ja, auf alle Fälle. Was glaubst du, verstehen denn die anderen Frauen nicht? Ich sag mal, der Umgang von den Beamten zu den Inhaftierten, die Probleme, die in der Haft auftreten, persönliche Probleme. Und ach, das fällt alles in einem Topf, sage ich mal. Weil einige Leute, die jetzt draußen sitzen, die können sich gar nicht vorstellen, was in der Haft eigentlich alles passiert und wie man so mit einigen Problemen umgeht. Wilfried, was ist denn das Wichtigste, was diese zwei Frauen gerade verstehen müssen, wenn sie mit einem Knasti, sage ich jetzt einfach mal, zusammen sind? Sie muss verstehen, so wie die Mela eben teilt, was ich dem Moment an gewissen Situationen fühle, denke und empfinde. Und das ist, sage ich mal, ziemlich wichtig. Denn wenn man das noch im Knast selber zerstört, dann ist man selber im Boden, sag ich mal, oder am Boden. Vertraust du Mela? Ja. Warum? Erstens, weil ich sie liebe. Und zweitens, weil wir vom ersten Tag an, also wo wir uns geschrieben haben, von vornherein gesagt haben, wir sind offen und ehrlich zueinander. Und das haben wir bis jetzt auch immer eingehalten. Ist egal, ob das irgendwie... Wie oft seht ihr euch? Also mindestens einmal im Monat jetzt. Seitdem ich Urlaub habe, einmal im Monat. Und sonst, sag ich mal, wo ich noch nicht in der offenen Vollzug war, sondern im Geschlossenen, haben wir uns jede Woche sehen können, weil da war der Anreiseweg nicht so groß. Und jetzt eben halt, weil ich eben in Bielefeld bin und sie wohnt jetzt zurzeit bei ihrer Schwester in Düsseldorf, sag ich mal, ist das finanziell nicht machbar. Kannst du dir vorstellen, nochmal rückfällig zu werden, wenn du mal deine Haft abgesessen hast? Wie lange hast du noch? Ich, also wenn alles gut geht, bis nächstes Jahr. Bis nächstes Jahr, also dann mal 3 Kreuze. Und wenn nicht, dann ein bisschen länger noch. Kannst du dir vorstellen, nochmal rückfällig zu werden? Was heißt vorstellen? Also ich habe mir vorgenommen, nicht mehr straffällig zu werden. Aber ich kann jetzt nicht sagen, nee, ich mache das nicht mehr. Oder ich werde nicht mehr straffällig, sag ich mal. Und irgendwie aus einem Anlass, sag ich mal, ich gehe jetzt mit der Mela auf der Kirmes oder was weiß ich wohin. Und da wird die Mela angepöpelt, weil sie eben halt auch eine Ausländerin ist. Was weiß ich nicht, und dann lasse ich Mela nicht im Stich. Absolut nicht. Und wenn da was im Tag passiert, dann sage ich mir, dann gehe ich gerne wieder im Knast zurück. Ich bedanke mich bei all meinen Gästen hier und ich kann nur sagen, wo die Liebe hinfällt. Man kann den Betroffenen wirklich keinen Vorwurf machen, dass sie einen Kriminellen lieben. Man kann vielleicht nur an die Kriminellen appellieren, dass sie auf keinen Fall das aufs Spiel setzen sollen, diese wertvollen Menschen in der schwierigen Zeit zu ihnen hält. So, das war's für heute. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal.